heute mit Telefon Sie, Ingo Appel, Rival Boni, Sascha Korb und Bernhard Hoeker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute am Abend des Grand Prix de la Chanson Eurovision de Tête de Veuf de Claque de Vie. Richtig. Das war französisch, ja? Ja. Sascha, freue mich, dass du da bist heute zum ersten Mal. Ich freue mich auch. Bei uns. Ja. Du kannst heute keinen Grand Prix gucken. Kann ich nicht. Es ist traurig. Ist auch schwierig für mich gerade. Ich leide. Ich würde dir gerne einen Zwischenstand bekannt geben, aber bitte. Ich will es spannend machen. Nein, ich weiß, wer in Führung liegt, aber ich sage es. Sing mal an. Ich sage es nicht, ich werde es nicht verraten. Frau Hansin, was haben Sie denn in der Hand? Ein Jugendfoto von mir? Nein. Nein, Herr Balder. Ja. Letzte Woche hatten wir die Frage, was ist eine Spaltrakete? Exakt. Ich glaube sogar, dass ich es war, die uns auf die Lösung brachte, ein kleines Werkzeug, um Holz zu spalten. Ja, richtig. Es sah sehr schön aus, es war gülden und sah ein wenig aus wie eine Pyramide. Ja. Ich habe es jetzt in meine Preisesammlung integriert, die alte Spaltrakete. Und ich behaupte, ich hätte die goldene Klitoris bekommen. Ja, vor allen Dingen, das Schöne ist, sie steht neben dem lachenden Pimmel. Nein, Herr Baller, das ist der Comedy-Preis, ja, und das ist die Romy. Ja, aber der Comedy-Preis sieht aus wie ein lachender Penis. Was ich ja lustig finde, ist, dass ich weiß ja nicht, wie deiner aussieht, aber meiner nicht. In der Mitte dick ist doof. Also ich möchte mich bei der Redaktion herzlich bedanken, dass ich die goldene Spaltrakete jetzt in meine Preisesammlung integrieren durfte. Dankeschön. Wunderbar. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Sehr gut. So, meine Damen und Herren, wir beginnen. Ich habe mir vorgenommen, dass wir heute mal eine etwas ruhigere, kulturell wertvolle Sendung machen. Ich habe das Publikum gebrieft. Sie werden heute auch sehr ernst zurückhaltend sein. Es wird nicht einfach hier nur so rumgelacht wie sonst. Nein. Schon gar nicht ohne Grund. Schon gar nicht ohne Grund. Wir werden uns zurückhalten und werden sehen, was mal passiert, wenn wir auch eine Sendung machen, die auch ein bisschen mal ruhiger und ein bisschen... Ich bin sehr gespannt, ja. Methusalix. Sehr gespannt. Allerdings weist Sat.1 darauf hin, dass heute Frequenzstörungen auf dem Band sein könnten. Also falls... nicht zum Fernseher gehen. Das können Sie jetzt nicht verstehen, liebe Nation. Wir haben hier zwei Damen hinter Ihnen, die sehr herzlich lachen, auch wenn es nichts zu lachen gibt. Wir werden es erleben. Volker Mertins wohnt in Hambüren. Das liegt in Niedersachsen. Volker, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend. Und Volker möchte wissen, was ist ein Lungenfeger? Der Lungenfeger. Ein Fisch. Das ist ein Fisch. Was für einer? Ja, das ist ein Fisch. Der Lungenfeger ist ein Fisch. Wo lebt der? Einer. Wo lebt der? Der lebt in der Südsee. Der ist grau, kann sich wunderbar aufblasen und fegt damit die Algen vor sich her, die er dann mit seinem großen Maul aufschnappen kann. Ich finde, der Lungenfeger lebt in der Lunge eines Wales und reinigt die Bronchien eines Wales vom Rauchen. Also... Ich würde auch eher auf eine besonders harte Zigarette tippen, der Lungenfeger. Der ist super, schmeckt gut. Also das ist ein Lungenfeger, würde ich sagen. Die Rachenputzer. Ist das, also zwei Theorien, ist das erstmal ein Handfeger eventuell, der aus den getrockneten Lungen von jungen Hunden hergestellt wird? Oh, Entschuldigung. Kommst du aus China gerade, oder was? Schornsteinfeger. Der hat einen Lungenfeger. Also Schornsteinfeger ist ja ein Feger. Es gibt ja verschiedene Arten von Schornsteinen. Es gibt ja die berühmte Lungenschornstein. Und das ist der Lungenfeger. Wie sieht der Lungenschornstein aus? Der ist wie eine Lunge. Es ist auch immer zwei auf einem Doppelhaushälfte. Und dann macht er mit zwei, das ist ein Lungenfeger. Ein Schornsteinfeger, der stark raucht und einen Lungenschornstein sauber macht. Habe ich schon mal gesehen. War gut, oder? Habe ich schon mal gesehen. Ist der in Paderborn. Schloss Neuhaus. In Schloss Neuhaus, genau. Ja, sind wir denn tatsächlich in der Medizin? Es könnte ja zum Beispiel ein medizinisches Gerät zur Reinigung von... zur Reinigung der Bronchien sein, könnte ich mir vorstellen. Der Lungenfeger. Ich dachte quasi so wie der Pfeifenputzer nur für den lebenden Körper. Genau. Den der Hals-Nasen-Ohren-Lungenarzt benutzt, um mal so richtig... Die Lunge zu fegen? Um alle sämtliche Atemorgane einfach mal durchzupusten. Wie heißt der Arzt? Hals, Nasen, Ohren,
Harnol-Arzt. H-N-O. H-N-O-L. H-N-O-L-U. Der Harnol-Arzt. Den Hals-, Nasen-, Ohren-, Lungen-Arzt. Ja, genau. Gibt's den bei Ihnen in Bonn? Den gibt's, in Röttgen gibt's den. In Bonn selber. Blasebalg, diese Blasebalge sehen doch auch aus wie Lungen. Ja, ja, ja. Für den Kamin. Für den Kamin, für den Lungen. Man bläst quasi aus den Kamin. Mit Laub weggepustet zum Beispiel. Das Laub zum Beispiel. Ein Laubsauger aus dem Mittelalter quasi. Ein Laubsauger, ja genau. Nee. Oder es ist vielleicht doch eine Pflanze. Der Lungenfeger. Ein Lungenfeger, ja, die eben... Das, für mich klingt das so nach einem... Den Wald dabei fegt. Ein Schmetterling, Lungenfeger. Der hat zwei Flügel, wie eine Lunge sehen die aus. Und der heißt deswegen, weil er so schön... Heißt einfach Lungenfeger. Eine Frau, weil Lungen so schön aussehen, ja. Seeanemone, könnte ich mir vorstellen. Richtung Seeanemone oder ja, auch Koralle. Ja. Also Korallen, diese kleinen roten, die sehen ja manchmal aus wie die verästelten Bronchiolen. Und der Feger... ist ein Fisch, der dann lebt. Ist der... was hast du gesagt? Der Fisch, der in der Lunge lebt quasi. Ist der Fisch, der in der Lunge lebt quasi. Quasi der kleine Nemo. Und jeden Samstag den Ausflug macht. Fegen. Der Lungenfeger ist ein Schnaps aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, der nicht. Und zwar ein sehr. Weil der so hochprozentig ist, dass der oft eben nicht einfach nur den Rachen runterläuft, alles, sondern die Menschen sich daran verschlucken, es zu schweren Verhustungen kommt. Es ist ein Schnaps, Herr Baller. Warum kommt der aus Mecklenburg-Vorpommern? Na gut, der kommt woanders her, vielleicht aus der Schweiz, aber es ist ein Schnaps, Herr Baller. Wie heißt der denn in der Schweiz? Lungenfegerli. Oder? Und wenn aus Österreich kommt? Lunge. Da wird nicht gefegt. Aber eine Frau. Aber Husten finde ich gut. Vielleicht ist der Lungenfeger... Husten finden Sie gut? Finde ich gar nicht gut. Ja, dann lass ich. Dann mach du doch die Frau. Eine Frau zum Beispiel, sagt man ja auch, das ist ein heißer Feger. Und wenn die so heiß ist, dass einem der Atem wegbleibt. Ach, guck mal, wieder ein Lungenfeger. Ja, finde ich auch gut. Ich glaube, ja, wir sind auf einem völlig falschen Dampfer. Ja. Nein. Und es handelt sich um einen Bierdeckel. Der Erfinder des Bierdeckels, Dr. Ottfried Lungenfeger. Die Bezeichnung hat sich dann irgendwann im Laufe der 20er Jahre geändert, damit das eben international kompatibler war. Ich fand Dampfer jetzt gut. Ich habe eine völlige Assoziation gerade mit Schifffahrt, Lungenfeger. Vielleicht dampfbetriebene Mississippi. Herr Balder, sind Sie ja. Wieso bin ich das? Ja, Old Man River, Sie sind Mississippi. Das muss ich aber inzwischen auch zu Ihnen rumgesprochen haben, dass Sie Mississippi sind. Ich dachte, Old Man River ist Englisch und heißt Allemann rüber. Vielleicht ist das auch... Was denn? Ich weiß was, es ist die behaarte Zunge eines Menschen. Wenn ein Mensch Zungen, also Haare auf der Zunge hat, dann nennt man das Lungenfeger. Wenn man einer zum Beispiel Oberlippenbart, sagt man zum Beispiel Schenkelbürste. Und bei der Zunge... Nee, ist vielleicht zu tief. Das lassen wir vielleicht. Ist der Lungenfeger... Noch ein seriöser Ansatz? Harmonium-Orgelbau... Also entweder das Gebläse selber, das beim Harmonium per Fußtritt vom Organisten in Betrieb gesetzt wird, oder ein besonders tiefes Register, also nur bei den größten Dömen der Welt, wie im Kölner Dom, da gibt es eine sehr, sehr tiefe F-Pfeife. Ist der Plural von Dom wirklich Dömen? Super. Das ist doch jetzt völlig neben. Entschuldigung, Herr Boning. So, und seriös bleiben. Diese sehr, sehr hohe F-Pfeife, 69 Meter hoch, mit einem nicht mehr hörbaren Ton, der aber trotzdem gutes Gefühl in der Magengruppe vermittelt. Da spricht der Fachmann vom Lungenfeger. Sind wir also in der Musik? Ja. Stimmt das? Nein. Richtig. Der Lungenfeger. Fegefeuer. Man spricht letzte Fegefeuer. Chance. Fegefeuer. Bäckerei. Konditorei. Es ist ein Gebäck. Es ist ein Gebäck. So. Es gibt auch Katzenzungen. Warum soll es keinen Lungenfeger geben? Ja, ja. Okay. Ich sag's euch mal. Ja, sag mal. Ich sag's euch ja. Lungenfeger. Hab ich mal gemacht. Schon lange, lange her. Ich hab's schon gemacht. Was du alles getrieben hast, ja. Du hast aber echt eine alte Sau. Das Lungenfeger ist eine Atemübung für Sänger, Schauspieler und Moderatoren. Die Übung stärkt das Zwerchfell. Wie funktioniert sie? Der Lungenfeger geht so: tief durch die Nase einatmen, dann häppchenweise ausatmen, dabei immer. Das ist doch die F-Orgel, da haben wir sie doch. Kurze Pause, wieder ausatmen, das Ganze so lange, bis auch der letzte Rest Luft aus der Lunge rausgefegt ist. Die Übung stärkt das Zwerchfell, man kann so länger am Stück reden oder singen und wird Lungenfeger genannt. Muss ich mir merken. Ja, noch länger. Volker Mertins aus Hamburg, 500 Euro für Sie. Gratulation.
Jetzt begrüße ich Thomas Hofmeier aus Weinstadt. Ich begrüße ihn in der Ferne, weil er sitzt natürlich jetzt zu Hause in Weinstadt in Baden-Württemberg auf seinem Sofa und sagt ja. Sagt er. Warum sagt er ja? Weil er dran ist. Richtig. Toll, ne? Wieder zu Ich glaube, er sagt eher sowas wie, Renate, komm, ich bin dran. Woher wissen Sie denn, dass seine Frau Renate heißt? Kennen Sie die? Die ja, aber von ihm habe ich noch nie gehört. So, also Thomas Hofmeier möchte wissen, was ist denn eine Lutscherpose? Ach nö, Lutscherpose? Sie wussten genau, dass ich da bin. Ingo, mach das Thema mal so weit durch. Die Lutscherpose. Was ist eine Lutscherpose? Ingo Abend, meine Damen und Herren, wird Ihnen das jetzt genau erklären? Ja. Also das ist, vielleicht erklärst du es direkt den Damen hinter mir, damit. Was ein Lutscher ist, wissen Sie, die Damen da hinten, ne? Können Sie mal einen Lutscher nachmachen? Nee. Also ein Lutscher. Also was macht denn der Lutscher? Also eigentlich ist es ja eine Lutscherin, aber ich lasse nicht, wir machen es anders. Das Kind lutscht ja gern den Lutscher und zwar heimlich und bückt sich dabei und versteckt sich, weil es nicht möchte, dass ihm jemand den Lutscher wegnimmt. Und das nennt man, also diese gebückte Haltung nennt man... Arschloch, hab ich alleine. Ja, nennt man die Lutscherpose. Ich bin in der Garten, im Garten. Sie machen das im Garten? Nein, ich bin im Garten, wenn lustige Bäume beschnitten werden, dass sie aussehen wie Lutscher. Beschnitten, das kenne ich. Ja, ja. Sind wir jetzt doch wieder bei der Lutscherpose, Herr Walder? Wenn lustige Bäume, sie sind im das Garten, kennen Sie. Also, werden beschnitten. Ja, also ich bin im Garten. Ja. Was sind denn lustige Bäume? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das Pappeln sind. Ach so. Buchsbaum. Espen. Ich zittere wie Lesbenlaub, ja. Nein, also Lutscherpose, die... Wenn so schön die Bäume beschnitten werden in einem Park und sie sehen aus wie Lollis, unten schmal und oben... Nee, ich glaube, wir sind in der Pose. Ist ja immer Arnold Schwarzenegger! Ja, also... Natürlich! Bodybuilding? Natürlich! Ja, aber warum das denn? Ja, aber ist doch scheißegal. Es geht doch nur darum, dass die posieren. Nein. Wer posiert denn? Also Models. Im Fotomodell, im genau. Studio, aber da gibt es so einen Model, Katalog das eine Lutscherpose einnimmt, das ist auch komisch. Ja, eventuell 70er Jahre veraltet mit so Jeans, Hotpants. Die Hände so ganz nah am Körper, wenn die gehen und am Ende des Laufstegs müssen die stehen bleiben, gucken, Arme am Körper. Und die sind ja so dünn, die haben so große Köpfe und dann sehen die aus wie ein Lutscher. Ja. Gehen. Oh. Und dazu kommt dann die Musik. Lollipop, Lollipop, Lollipop. Und ich gehe nochmal zu Bodybuildern zurück. Ich dachte, Sie wollen das jetzt vormachen. Was? Ich will das mal eben vormachen. Ja. Die Lutscher, die müssen ja viele Dinge machen. Das ist die Gießkanne. Genau, die Gießkanne. Das kennen wir noch von der Rosa-Sitzung. Gießkanne. Kännchen. Vase, so, Ampore. Und die Lutscherpose im Bodybuilding ist einfach, wenn die so da stehen und machen nur diesen hier. Aha. Ne? Weil oben runder Lolli und... Ah, okay. Wir sind im Bodybuilding. Aber man sagt zu einem Bodybuilder nicht, du bist aber auch ein Lutscher jetzt gerade. Zu manchen... Angeln natürlich, da gibt's ja auch die Pose. Selbstverständlich, also das kleine Ding, das oben aus der Wasseroberfläche rauskommt. Und da gibt's natürlich auch Kugelposen, der Schwimmer. Kugelpose, also rund und ein weißer Stängel guckt oben raus. Sieht genauso aus wie ein Lutscher. Ja! Ach so. Nein, das ist gut. Das ist doch eine Pose. Ja, ich hab's gehört, ja. Sitz. Jetzt sind wir aber gespannt. Jetzt ist kein Weißer, aber richtige Antwort. Ja! Das Pose ist norddeutsch und heißt so viel wie Federkiel. Pose. Früher steckte auf dem Schwimmer eines Fischköders ein Federkiel, der dem Angler anzeigte, wo der Köder sich gerade befand. Deshalb nennen Angler den Köder auch Pose. Bestimmte Posen sehen aus wie flache, kreisrunde Lutscher. So ein Ding hier, und das ist eine Lutscher.
Pose. Das gibt's ja nicht. Sehr gut. Sind Sie passionierte Angler? Ich habe mal einen Angelschein gemacht mit 14. Ist wahr. So, ich habe mich zweimal beim Schwarzangeln erwischen lassen als Jugendlicher. Und dann hat mein Vater gesagt, so, nochmal zahle ich nicht, machst jetzt einen Angelschein. Die Pointe war, dass ich fortan als Besitzer des Scheins nie wieder einen Fisch gefangen habe. Nicht ein einziges Mal. Und ein Jahr später habe ich dann aufgegeben. Ja, natürlich. Aber nicht 52 Mal, jedes Wochenende. Ein Jahr später war Feierabend. Auch genau das. Ich habe mal habe mir so einen Stock gebaut, habe ich eine Schnur dran gebastelt und ich habe 3 Fische damit gefangen. Ich kann angeln. Dann habe ich mir eine Angelausrüstung gekauft, richtig Geld ausgegeben. Nie wieder. Nie wieder. Nur ein einziges. Das Leben ist hart. Thomas Hofmeier aus Weinstadt, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld. Wenn Sie auch Fragen zu Hause haben, dann können Sie uns die schicken. Genial daneben 50666 Köln oder Sie rufen an 01378 101120 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Sebastian Schulz wohnt in Mülheim an der Ruhr, ist aber heute Abend bei uns. Sebastian, wo finden wir Sie denn hier im weiten Rund? Wo sind Sie denn? Direkt hinter mir. Da ist Sebastian, freue mich sehr. Jetzt kommt Ihre Frage, es geht um 500 Euro. Ich bin sehr gespannt. Sebastian möchte wissen, was versteht man unter Abschachteln? Das wissen wir. Schachteln ist doch Tiere. Ist das nicht Schachteln? Abschachteln. Sagt man das nicht beim Geburtstag, wenn man 25 wird, dass man Schachtelgeburtstag hat? Was? Im Nordrhein-Westfalen, wenn man 25 wird und keinen Lebenspartner, Partnerin hat, hat man Schachtelgeburtstag. Dann wird vorm Rathaus, werden ganz viele Schachteln dann ausgelegt, weil man dann eine alte Schachtel ist, weil man niemanden hat. Mit 25? Ja, in Nordrhein-Westfalen wird früh weggeheiratet, ich weiß es nicht. Und nicht vielleicht ist Abschachteln, wenn man es doch geschafft hat, oh, ich bin abgeschachtelt, Gott sei Dank. Nee, Abschachteln kommt ja eher so, wenn eine alte Schachtel... Ne? Also irgendwann sind die auch tot und dann... Watch your words. Ich bin noch neben dir. Gut. Ich bin in Reichweite, Schatz. Ich hätte nie gewagt, dich als alte Schachtel zu bezeichnen. Nee. Natürlich nicht. Ich glaube, Abschachteln kommt aus dem Bergwerk. Da gibt es Schächte. Also einen Schacht. Und Abschachteln ist, wenn man einen Schacht schließt oder wenn man einen Schacht hinabfährt oder vielleicht sogar, wenn man ihn hinabstürzt und man sieht einen Schacht nach dem anderen an einem vorbeirauschen und denkt jedes Mal, scheiße, hätte ich mich doch jetzt festgehalten. Und ich bin wohl lustigerweise schon wieder irgendwie bei Bäumchen, Pflänzchen, vielleicht sogar... Bei Reben, vielleicht gibt es so, um die jungen Bäumchen zu schützen vor Rehen oder Tierchen, die Bäumchen anknabbern wollen, dann haben die so Schachteln um die Stämme, ne? Und irgendwann werden die abgeschachtelt, weil sie sich jetzt alleine weiterentwickeln können. Das sind doch aber dann Holz, es ist doch Holz. Nee, ich dachte, es wären vielleicht so Pappschachteln. Ach so, habe ich noch nie gesehen. Um ich Baum, auch nicht. Aber macht ja nicht. Aber also vielleicht ist das ein Sprachfehler, eigentlich heißt es abschalten, das heißt abschachteln. Oder? Oder wenn man es ineinander steckt, wie Schachteln. Schuhindustrie natürlich. Was? Also, natürlich. Selbstverständlich Lombardei, Mailand, das Mekka der Schuhindustrie. Und die Schuhe werden als letzten Arbeitsgang abgeschachtelt. Ja. So, haben Sie noch mehr Zettel? Wie funktioniert das Abschachteln denn bei der Schuhindustrie? Ja, man nimmt jetzt 2 Schuhe und legt die in den Schuhkarton. Das Papierchen vergessen. Papierchen drüber so und dann wird dann noch die Decke oben drauf gelegt und dann stellt man das hier hin. Und dann nennt man das nicht zumachen? Aber beim Schuh kann man doch auch überlegen, mit Karton oder ohne Karton. Man kann doch die Schuhe auch in die Tüte tun. Ja. Und das heißt, dann darf man sie aber nicht mehr umtauschen. Ja, aber man sagt ja trotzdem abschachteln. Möchten Sie die Schuhe abschachteln? Ja. Hat er zu mir letzte Woche noch gesagt. Ja, natürlich. Hat zu mir noch nie einer gesagt. Ja, ich habe noch eine kleine Theorie. Ich war ja immer schon ein Comic-Freak und hatte Mickey Mäuschen und Fix und Foxy. Und da waren immer gerne nächste Woche schon die Cover abgedruckt, die nächste Woche kommen. Ne, die Cover der Comics. Und die habe ich immer ausgeschnitten und habe die auf Streichholzschachteln geklebt. Das war ein schönes Hobby. Klasse. Ich erinnere mich gerne daran zurück. Ja, und als ich die dann irgendwann mal weggeschmissen habe, alle, habe ich sowas von abgeschachtelt. Ich bin beim Kiefernorthopäde oder beim Zahnarzt. Wenn der einen Gipsabdruck macht, dann baut der erst drumherum so also einen Gipsknubbel, wo der dann irgendwie das... Was baut der? Zange. Der baut so ein Gebiss, also der hat ein... Also, ja, also ich bin beim Kiefernorthopäden oder beim Zahnarzt. Wenn der einen Abdruck von den Zähnen macht... Können Sie noch mal anfangen? Ich bin beim Kiefernorthopäde oder beim Zahnarzt. Wenn der den Abdruck von... Das heißt nicht Kiefern. Kiefern sind Bäume, das heißt Kieferorthopäden. Aber wahrscheinlich den Baumorthopäden. Ach, Sie sind bei Bäumen. Nein, ich bin bei... Vorhin den Kifferorthopäden genannt. Was auch ein guter Fall. Ich bin bei der Post. Ich bin noch gar nicht fertig. Okay, dann warte ich bis du. Dann Moment, ich muss das.
Ich bin beim Kieferorthopäde. Was war das jetzt? Ich habe das N hier rausgeschnitten. Ist es fertig? Nein, ich habe nur angefangen. Also. Ich bin beim Kiefernorthopäde. Jetzt haben Sie aber einen Fehler eingeschrieben. Ja, weil man hört das Tesafilm ja dann. Man. Oh, so alt ist man. So eine Kassette ist das noch. Analog, ja. Aber wenn du rumdrehst, pass auf, wenn du es jetzt rumdrehst, der Lutscher. Okay. Also, bei einem Gipsabdruck von irgendetwas nennt der Gipsabdruckmacher das... Jetzt habe ich den Anfang vergessen. Ein Kiefernorthopäden. Oder was? Sag mal, ist falsch. Ich bin fertig. Abschachteln. Ich bin in der Botanik Schachtelhalm. Der Schachtelhalm sprießt ja immer in Segmenten aus der Erde heraus, gerade jetzt. In Segmenten aus der Erde. So, und immer wenn solch ein Segment jetzt in sich abgeschlossen ist, dann schachtelt der Halm ab sozusagen und das nächste Segment beginnt zu wachsen. Dazwischen ist dann dieser Ring, der den Halm selber umschließt. Herr Holker wollte irgendwas beim Zahnarzt sagen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich wollte. Die Vergangenheitsform ist richtig. Ich versuche mich an die schöne Emotion zurückzuerinnern, die ich am Anfang. Der zuständige Arzt für alle Dinge, die zwischen den Lippen passieren. Zwischen welchen Lippen? Film gedreht, einen heimlichen Industriefilm, zusammen mit meinem Kollegen Olli Dittrich, 1991 für die Zigarettenindustrie. Und da spielte Olli meine Frau und ich war ein Mitarbeiter der Zigarettenindustrie und wir unterhielten uns abends über Schachtanteile. Schachtanteile sind die Anteile, die ein Zigarettenkonzern in den Zigarettenautomaten hat. Also nehmen wir mal an, Remsma hat 22% Schachtanteil und so. Abschachteln. Ich kann nicht mehr, ich bin so aufgeregt. Tut mir leid, geht nicht. Ja, geil, mach weiter. Warte mal weiter, ich kann nicht mehr. Was heißt das jetzt, die alten Schachteln aus den Automaten rausholen? Oder schaufeln an andere Zigarettenanbieter, der Automat hat ein Problem mit dem Abschachteln, die Dinger gehen nicht mehr auf. Dann geht die Schachtel ich hab's jetzt vergessen. Sind wir denn da richtig? Ist das die richtige Richtung? Welche? Ich hab nicht zugehört. Die Zigarettenschachteln. Wer hat das gesagt? Ich, Herr Bohling. Herr Walder, bitte. Alles falsch. Ach so. Post, Paketdienst. Also Zahnarzt falsch. Nein, Post falsch. Ich bin bei der Herstellung von... Schächten, genau, Schächten. Und zwar Grubenbau, man kennt das in Köln. Wenn man normalerweise wird getunnelt, da wird ein Schächte hergestellt. Und wenn es nicht so funktioniert, dann wird abgeschachtet. Ja, deswegen sagt man inzwischen in Köln, wir gehen auf den Absacker in die Südstadt. Immer tiefer... Der KVB, ja. Sind wir bei Insekten, die in kleinen Schachteln sammeln? Ich sag's euch mal, es ist so einfach und es ist fast nicht zu glauben, aber es ist wirklich wahr. In den sogenannten Discount-Supermärkten, also Aldi, Lidl, Plus, Penny, da stehen ja fast alle Waren in offenen Kartons im Regal. Und damit die Regale immer schön aufgeräumt sind und voll aussehen, gehen die Angestellten ständig rum und sammeln die leeren Kartons, die Schachteln ein. Und das nennt man beim Discounter Abschachteln. Sebastian, 500 Euro für Sie. Bau auf die Hand. Glückwunsch. Es ist doch schön, dass wir für alles immer einen Namen haben. So war ich aber gar nicht falsch. Mit dem alten Schachteln wegräumen war nicht so... Nee. Ja, du hast es nur anders gemeint. Eine schöne Frage von Monika Stocker aus Neumarkt, St. Veit. Das liegt in Bayern. Monika Stocker möchte wissen, was ist ein Rosetteneisen? Ach Gott, hör auf, jetzt ist aber... Was? Eine sehr kulturelle Sendung. Sehr kulturell alles. Also ich kenne Haareisen, ja, also wenn man Locken reingedreht, aber am Ende Rosette. Du Rosetteneisen? Ich glaube, das weht. Das wird mal ein Metall sein, was so rosettenförmig... Oder im Sanitärbereich, Rosetteneisen sind in Badewannen, bei Abflüssen oder...
Wie war ich das? Bin im Dekor. Beim Konditor. Da macht man ja auch manchmal so aus Marzipan so Rosetten, so Rosen. Und die werden mit an diesem berühmten Rosetteneisen gedreht. Und Konditor. Rosetten, gucken das Sie ist, mal. Oh, Konditor ist nicht schlecht. Also, auch ja, aber nicht unbedingt. Generell jemand, der Rosetten zum Dekorieren macht, hat ein Rosetteneisen, weil das ist wie bei... Die Sternform macht zum Beispiel. Sternform macht und das muss ja nach und nach heiß gemacht werden, damit es außen, innen hart ist und dann nach außen sich rosettiert. Was? Ich weiß es nicht. Wo denn genau jetzt? Wenn man, wenn man beim Kochen, meistens beim Backen, wenn man da etwa so Sahne drauf macht oder sowas, dann drückt man das aus einer Tüte oder sowas raus und das unten drunter, was dem die Form gibt, auch beim Waffenspritzen, beim Fleischwolf oder sowas, da gibt es bei Spritzgebäck zum Beispiel, Herr Balder. Warum heißt das Spritzgebäck Spritzgebäck? Es fällt langsam runter, es fliegt nicht durch die Küche. Ich hab mich schon als Kind gefragt. So, was ist jetzt ein Rosetteneisen? So, und das ist das Eisen, wo, was eine runde, rosettenförmige Öffnung hat, in Sternform, in Mondform, in Kreisform, die um dann Rosetten die Form mitgibt. Was kommt da rein? Teig. Teig. Ja, da kommt... Ja, sehr gut. Ja, Moment. So, nicht den Lutscher. So. Ist ja die richtige Antwort. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Hey. Also... Ein Rosetteneisen. Da kommt Teig rein, da kommt das Ganze von mir aus in eine Fritteuse, wird ausgebacken, anschließend mit Obst gefüllt oder mit Pudding. Sehr lecker. Rosetteneisen. Super. Ja, schon mal gesehen. Wie kriegt man das denn da raus? Bitte? Wie kriegt man das da raus, dass diese Stange in der Mitte? Verstehe ich auch nicht, genau. Ja, wieso? Das kommt so in die Ich bin im Moment nur etwas erschüttert, weil ich denke, ihr habt das so nicht beschrieben. Nee, er hat doch so gesagt. Nee. Ah, okay. Teig rein reicht mir. Sie meinten aber, glaube ich, alle was anderes. Waffeleisen. So ähnlich meinte ich das. Ist mir völlig egal. Er hat gesagt, Teig rein muss ich gelten lassen. Okay. Teig rein stimmt. Ja, Herr Baller, ich bin bei Ihnen. Dann kommt Teig rein, dann hängt man das in die Fritteuse, wartet bis fertig ist. So. Und holt das wieder raus. Wie kriegt man das dann wieder raus? Das können Sie gerne gelten lassen, aber das darf nicht gesendet werden. Sie können mir ja die Hälfte schicken. Teig reicht mir, Heuka. Ich bin heute nicht so streng. Ja, okay. Was haben Sie denn gedacht? Ich dachte, dass was genau umgekehrt ist. Also quasi, dass da, wo jetzt Metall ist, ist jetzt nichts. Also außer drumherum. Nein, also dass man im Prinzip... Backform. Hätte man... Ich hau Sie nicht. Sind Sie so oft geschlagen worden, dass wenn einer die Hand hebt, Sie erst mal zucken oder was? Wenn man... Es hat grad... Gib's dem Höckerchen das Spielzeug mal eben. Ich dachte, dass hier ein Loch drin ist. Man drückt dann quasi von hinten den Teig durch und hat dann eine herzsternförmige Teigform. Also genau. Deswegen glaube ich, wir haben was anderes gemeint. Ja, ist ja völlig wurscht. Teig hat von Wurst hat hier gar keiner geredet. Ich habe von der Bäckerei Also wenn Sie was ganz anderes gesagt haben, dann muss ich das, kann ich das nicht gelten lassen. Nee. Und dann muss ich Monika Stocker aus Neumarkt sagen, zahlt 500 Euro. Ja, bitte. Bravo. Ja. Also, gut. Sehr gut. Er hat Teig gesagt, aber bitte, Monika. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich habe es doch gemeint. Zu spät, Monika, das Geld kriegen Sie. Heike Filt-Duffner. Hast den Zettel schräg gehalten, die Buchstaben sind... Heike Filt-Duffner aus Freiburg möchte wissen, was ist ein Bauchsammler? Bauchsammler. Das ist doch ganz klar, das ist ein Tier, ne? Das klingt total nach einem Insekt. Und zwar die Durchschnittsbiene, die sammelt natürlich die Pollen an den Beinen. Und der Bauchsammler sammelt das Zeug im Bauch. Richtige Antwort. Ja. Ja. Ehrlich jetzt? Ja. So einfach geht das. So einfach geht das. Was stellen Sie sich immer so an? Wir wollten aber auch noch was sagen. Ich dachte, ich wäre ein Bauchsammler. Weil ich alles in meinem Bauch sammle. Sehr einfach beschrieben, aber ich muss es gelten lassen. Es stimmt. Honigbienen leben normalerweise in Völkern. Es gibt aber auch Arten, bei denen jede Biene ihre eigenen Wege geht und sich eine eigene Brutkammer baut. Diese Bienenarten sammeln die Blütenpollen nicht mit ihren Hinterbeinen, wie das Honigbienen üblicherweise tun, sondern mit ihren Bauchhaaren, daher Bauchsammler. So. Genau. Das hat er jetzt aber wirklich gesagt. Genau das, also, ja, natürlich. Ich nehme ja manchmal auf, was ich nachts im Schlaf spreche. Und da werden dann Lexikas draus gemacht.
Ich hab das über- ja. Was sagen Sie denn so alles nach dem Schlaf? Ich habe überlegt, irgendwas Beklopptes muss man ja sagen. Ich wusste nicht, dass das noch dümmer ist. Das stimmt. Nein, das stimmt wirklich. Abgefahren. Ich finde das super. Das stimmt so. Ich find das total klasse. Also ich sammle ja mit den Blütenpollen an Beinen, aber so hat jeder... Super, finde ich gut. Weiter! Heike, es tut mir leid, aber es gibt kein Geld. Sabine Häsler wohnt in Berlin und möchte wissen, was ist ein Platzzwilling? Ein was? Platzzwilling. Den Platzhirsch kenne ich schon. Platzzwillinge, die gibt es bei Großveranstaltungen wie der Oscarverleihung. Da muss man nämlich vorher wissen, wo sitzt welcher Prominente. Ja. Und da wird ein Bild hingestellt, der sogenannte Platzzwilling. Nächste Frage. Beziehungsweise, das sind die so aus Hessen, die sich auf deinen Platz setzen, wenn du mal eben brunzen gehst. Ja, also ich bin auch bei der Preisverleihung. Wenn ich was mache? Platzzwilling. Bibi machen? Hella geht brunzen, du markierst. Zwilling, was ist ein Zwilling? Was ist nochmal ein Zwilling? Ein Zwilling ist, was genau gleich ist. Nein, Museum. Man sieht ja noch was. Man kann auch du meinst was, jetzt was ganz anderes. Ja, gibt doch ein Gerät, also ein Zwilling. Entschuldigung, was sagt man? Ja, man spricht bei Gewehren von Drillingen und Zwillingen. Vielleicht ist ein Platzzwilling ein Gewehr ein doppelrohriges Gewehr. Für Platzpatronen. Aha. Ja, aber ein Drilling, ein Gewehr mit drei Läufen, oder? Ja. Ist ja, also, um das kurz zu klären, das stimmt nicht, diese, die Austauschperson. Die Ersatzperson, die als Lichtdubel halt bei der Probe Doubles einer Preisverleihung dabei ist. Und im Museum, wenn Bilder ja berühmte Bilder dann zu irgendwelchen Ausstellungen gebracht werden, muss da ja aber was hängen, dann kommt dann Platzzwilling hin, so ist ein großer grauer Rand. Was nennt man Duplikat? Wie wäre es denn, wenn etwas in der Natur platzt und etwas daraus entsteht, was genauso aussieht wie das Original, Babuschkas. Was geplatzt ist? Was? Babuschkas. Was? Ach so, das sind aber Sechslinge, also Platzsechslinge. Wieso sind platzen das? Die denn? Nein, ja, wenn die von oben runterfallen. Nicht. Also wie gesagt, es gibt den Platzhirsch, der ne? Und wenn der einen Bruder hat, der genauso aussieht wie ihn, dann sagt er, hör mal, ich muss mal brunzen, kannst du mal aufpassen, das ist dann der Platzzwilling. Du meinst jetzt Brunften. Ja, Brunzen hat man eben, das soll wieder was sagen. Ja, eben. Zwilling. Aber ja, kann ja beides tun. Platz. Doch, Zwillingshaken beim Angeln gibt's auch, aber ich würde es für unwahrscheinlich halten, dass hier zwei Angelfragen in einer Sendung sind. Ja, kann das sein? Ja. Ist das unwahrscheinlich? Ja. Vielleicht so Dorfplätzen, Marktplatz, Plätze, dass es zwei Plätze gibt, die genau gleich gebaut sind. Ist das nicht unwahrscheinlich? Gibt es nicht auch Platztal? Sind wir nicht wieder, beim Essen sind wir wahrscheinlich auch nicht schon wieder, aber gibt es nicht auch Platz als Gebäck? Platz. Plätzchen. Also ja, Plätzchen. Gibt es auch in der Leichtathletik? Nein, du meinst das große Hefeding, so ein Platz. Ein in der Leichtathletik auch. Plätzchen. Wird vielleicht auf die Plätzchen etwas, fertig los. Dann. Wird vielleicht. Wobei, das ist ein guter Hinweis, das ist Platzzwilling, wenn zwei dieselbe Zeit haben beim Laufen und sind beide auf dem ersten Platz. So, das ist doch ein Befehl. Sehr schön. Ich hätte es doch nicht gesagt, guck doch das alte Gesicht an. Naja, so viele Alternativen hat man nicht in die Richtung. Wenn man ein Haus irgendwo hinsetzt, Platzzwilling, sind wir vielleicht in der Städteplanung? Ja, ich komme ja nicht zu Wort. Sport, Hella, Sport war gut. Zwei Leute, die denselben Platz erreichen bei einer Rangliste, sind Platzzwillinge. Zwei zweite Plätze. Nee. Wer hat Städteplanung gesagt? Städteplanung wollte ich nochmal sagen. Das war schön. Es gibt wahrscheinlich in jeder Stadt irgendeinen Zwillingsplatz. Also das meine ich ja. Zwei Plätze, die genau gleich aussehen. Neuer Vorschlag. Wir sind bei einer Rangliste. Wir sind bei einer Rangliste, beim Sport oder bei der Musik. Natürlich. Und zwei sind auf demselben Platz. Ist ein Platzzwilling, wäre jetzt mein Vorschlag. Ja, aber er sagt ja nichts. Ja, eben, deshalb habe ich ihn einfach nochmal gemacht. Das macht dich fertig. Ja, das Problem ist, es ist ja nicht so, dass er nicht sagt. Er hat es nur vergessen. Für ihn ist die Antwort gerade neu. Hast du... Hat es damit was zu tun? Womit denn? Mit einer Rangliste und so. Oh, das ist ja wie täglich... Vielleicht, wenn Zwillinge geboren werden, der älter ist, ist der Platzzwilling der Platzhirsch. Da, nee, Sie, zum Beispiel. Sind wir vielleicht bei Erbsenschoten, wenn die Schote platzt? Oh. So, ich bin bei der Rangliste. Wenn zwei Dinge bei einer Rangliste auf demselben Platz sind, dann spricht man von Platzzwillingen. Bleiben Sie dabei, wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. Da sind wir wieder, Herr Holker. Wann spricht man von Platzzwillingen? Wenn auf einer Rangliste zwei Positionen doppelt vergeben wird. Dann sind wenn es zwei zweite Plätze gibt, zwei erste Plätze gibt oder sowas in der Art. Das ist soweit nicht richtig. Aber so ähnlich, damit gar nichts zu tun. Womit? Damit. Mit Platzierungen. Platzierungen. Doch. Mit Platzierungen. Aha. Startplätze ziehen. Wenn man zwei zieht für Startplätze. Man hat jetzt Startplatz 1, man zieht 2 und einer von den Platzzwillingen. Wenn ein Zwillingspaar singt. Halbfinale oder beim Viertelfinale, da werden ja erstmal zwei Gruppen von Mannschaften
in den Lostopf geworfen und da zieht man dann raus. Und zwei Mannschaften, die nicht aufeinandertreffen können, das sind die Platzzwillinge. Aber in der Tat, bei einem Turnier kann ja durchaus passieren, dass es aufgrund der Toranzahl und der Siege und der Niederlagen Platzzwillinge gibt. Und dann gibt es mit Losentscheid, weil es kein Elfmeterschießen zwischen diesen beiden Mannschaften geben kann, gibt es einen Platzzwilling und dann musst du mit das Los entscheiden. Das kann passieren. Es gibt auch zwei Spiele, ja, die gleichzeitig ausgetragen werden. Zwei zum Beispiel, die gleichzeitig ausgetragen werden, damit da nicht irgendwie manipuliert wird, damit die nicht sehen, ah, ich brauche nur 3-0 schießen, weil da steht es nun, ist auch falsch. Ne? Auch also, das kann passieren. Auch das kann passieren. Hat damit ja aber überhaupt nichts zu tun. Ist total blöd. Platzierung. Es geht um eine Platzierung, aber wer kann denn da... Das ist richtig. Aber Ranglisten... Es geht um zwei Platzierungen. Beim Grand Prix. Heute ist doch Grand Prix. Grand Prix. Ah, weil wir auf dem Sendeplatz sind, sind wir die Platzzwillinge des Grand Prix heute. Genau. Sendeplatz ist nicht Platz. Sendeplatz ist auch nicht Platzierung. Platzen. Ja, wir sind beim Pferderennen. Richtig. Richtig. Ah, ja. Gut. Platz. Bei Wetten. Ja, ich habe leider noch nie bei Wetten. Wir sind beim Wetten. Man kann ja auf Sieg und auf Platz wetten. Ja, ja, aber ich habe noch nie. Wenn man auf etwas wettet und zwei gewinnen oder sowas. Wenn man auf zwei wettet, wenn zwei Gewinne möglich sind, aus irgendwelchen Gründen beim Pferdewetten. Muss es schon genau wissen. Ja, ja, ja. Natürlich. Wenn zwei auf dem dritten Platz sind. Ja, gleichzeitig, weil nicht Hand in Hand. Übereinander oder nebeneinander? Nein, nebeneinander. Aufeinander. Also, wenn zwei Pferde, genau, man gleich. Kann also mit dem Fotoshooting nicht erkennen, gibt's welches nicht. Pferd um eine Nasenlänge voraus ist. Ja. Dann ist es ein Platzzwilling. Nein. Hat es was mit den Wetten zu tun? Das ja. Mit den Wetten. Mit das heißt, Wetten. Ich wette auf einen Platzzwilling. Kann ich auch, könnte ich jetzt auf einen Platzzwilling wetten? Nein, nein. Ich sage, weiß, Pferd A ist auf dem ersten und Pferd B ist auf dem dritten Platz. Das ist ein Platzzwilling. Nein, aber man kann ja beim Pferderennen auf Platz oder auf Sieg wetten. Also es geht nicht um Platzierung, sondern darum, wie viel auf die verschiedenen gewettet wurde. Und wenn auf zwei Pferde gleich viel Geld gewettet wurde, dann sind das Platzzwillinge? Nein. Wenn man in zwei Rennen auf ein Pferd wettet und beides Mal hat das Pferd gewonnen, ist das ein Platzzwilling? Nein. Mann! Ich habe noch nie gewettet. So ein Platzzwilling ist... Das muss man noch, wenn man, ist das einfach der Wetter... Der Zwillings, also zweimal einfach auf ein verschiedenes Pferd setzt. Wenn man Pferd austauscht. Ihr seid ja ganz nah dran. Ja, natürlich. Ach, wenn man Pferd austauscht, weil eins vielleicht nicht kann, das ist dann der Platzzwilling und man gewinnt trotzdem. Man tauscht ein Pferd aus, weil es nicht kann. Es sind sechs Pferde da. Und das eine hat was anderes vor, ich weiß es, es sind sechs Pferde. Ist das einfach der Wetter, der zweimal auf Platz gewettet hat? Also der hat gesagt, Shakira kommt auf Platz 3 und... Shakira singt doch. Ja, aber vielleicht heißt es auch mal ein Pferd so. So, und der große Rosenbaum kommt auf Platz 6. Der hat also zweimal auf Platz gewettet und hat in der Ausschüttung dann einen Platzzwilling gehabt? Nein. Zwei Rennen, die komplett gleich ausgehen von der Rangliste? Nein. Nein. Zwei sind ganz... Zwei verschiedene Pferde können Platzzwillinge sein. Die Frage ist nur, wann. Wann? Wozu? Wenn die Auszahlungsquote bei beiden gleich ist. Ja, das habe ich die ja schon. Die Auszahlungsquote so ist nicht irrelevant für vielleicht eine andere Frage. Ja. Also wenn es nicht um die Quote geht, wir können das jetzt ja nicht präzise ausdrücken. Ihr seid ganz nah dran. Man wettet, oder? Ich muss schon die richtige Antwort wissen. Ah, Platzzwilling. Ist das vielleicht, wenn das Pferd Erster ist und der Reiter ist Zweiter? Ja. Das ist das, wo der Besitzer hinterher zum Jockey sagt, warum waren Sie so langsam? Und er sagt, ich musste doch bei dem Pferd bleiben. Ich sag's euch. Platzzwilling ist eine beliebte Variante bei Pferdewetten. Man setzt auf zwei Pferde, von denen man glaubt, dass sie einen der ersten drei Plätze belegen. Völlig egal. Welcher Platz, ob 1 oder 2 oder 3? Hauptsache, die zwei Gäule belegen 1, 2 oder 3. Das ist ein Platzzwilling. Kann man nichts machen. Sabine Hessler aus Berlin, 500 Euro für Sie. Gratulation. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ich nehme mal an, letzte Frage für heute. Ich nehme es mal an. Detlef Kutschik aus Wandsdorf. Es sei denn, es wird wieder schnell beantwortet. Detlef möchte wissen, was ist eine Speisepumpe? Speisepumpe. Ja. Oh, das hat mit Essen nichts zu tun. Das ist aber jetzt nicht wegen einem Speiseaufzug. Es gibt ja Speiseaufzüge in herrschaftlichen Häusern oder auch in Restaurants. Und die Pumpe, die dafür sorgt, dass die Speisen in dem Aufzug rauf und runter fahren. Das ist ein Speiseaufzug. Speisewagen bei der Bahn. Eine Speisepumpe? Nee, ja, vielleicht gibt es da eine Pumpe. In der Bahn? In der Bahn gibt es ja einen Speisewagen. Vielleicht gab es ja verrückte Pumpe, die dann halt eben das warm gemacht hat. Eine Gulaschkanone und ein Rohr raus und dann so eine Speisepumpe. Sprechen vielleicht Mediziner liebevoll von einer Speisepumpe, wenn einer so ein verfettetes Herz hat?
ganz liebevoll. Nein, aber vielleicht sind das die Ringmuskeln an der Speiseröhre. Man kann ja zum Beispiel im Handstand stehen, trinken. Das ist die Speisepumpe, also diese Muskulatur, die jetzt die Flüssigkeit nach oben pumpt in dem Fall. Oder wenn man sich bei den Nachbarn Zucker leiht, sage ich, hätte gerne Speisepumpe. Pumpen Sie mir was, ich weiß es nicht. Spricht. Medizin war richtig, ne, Herr Baller? Medizin ist absolut völlig verkehrt jetzt. Ah, also irgendwas wird gespeist. Ja. Sind wir in einem Stall? Irgendwas wird gespeist, das ist richtig. Wie wär's denn? Ja, ich bin jetzt mal eben ganz kurz nur bei Tieren, Speisepumpe. Zwei Sachen, man, also... Ja, ich wollte nur noch mal gut den Stallgedanken zu Ende führen. Führen Sie, Frau von Sinn, führen Sie. Ja, also führen wenn dann Sie. Die Kühe, die Schweine, die immer da in den Ställen wohnen, wo mit einer Pumpe, einer Zeitpumpe die Speisen in die Tröge gepumpt wird. Ich bin bei einer elektronischen Speisung. Vielleicht ist die Speisepumpe eine Möglichkeit oder ein Gerät, was den Stromfluss erhöht oder bestimmte Gerätschaften mit Strom versorgt, die vorher... Zum Beispiel, wenn man diese Mikrofone, beim Mikrofon zum Beispiel, hat man die Atomspeisung. Und die speisen halt irgendwie, keine Ahnung, so eine Batterie wird neu gespeist. Die hat totalen Hunger, weil sie leer ist. Dann wird die mit so ein bisschen Strom vollgemacht, da ist sie wieder satt, macht so, ist ein Bauchsammler und da kannst du wieder einlegen. Das ist aber gut, ne? Speisen im Sinne von Elektrizität und Strom. Elektrizität ist nicht so doll. Ist nicht so doll. Nee, nicht so schön. Lebensmittelindustrie, auf so einem Fließband, gibt es ja dann auch vielleicht immer dann so die Teller? Sauerstoff vielleicht, Sauerstoff wird gespeist. Entschuldigung. Wasser. Also Elektrizität, Wasser. Wasserspeisepumpe. Wasser. Gibt doch diesen Wassertürme. Gibt's auch auf dem Bau, sagt man doch auch Speise, oder? Im Teich. Wassertürme. Wie heißt denn das? Der Wassertürme. Der hydraulische Widder. Spaßbad? Wassertürme. Im Zoo. Wassertürme. 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 Der hydraulische Winter. Wassertürme. Wassertürme. Leuchttürme. Feuerturm. Der hydraulische Widder. Trockenleitung. Es gibt die Trockenleitungen im Haus. Das sind Steigleitungen. Wassertürme. Steigleitung, Trocken. Sind ja dafür da, damit man oben regelmäßig eine große Menge Wasser hat, um eine konstante Speisung einer Ortschaft oder einer Bevölkerung zu garantieren. Die Speisepumpe sorgt dafür, dass regelmäßig dieser voll gespeist wird mit Wasser, was von drumherum kommt. Wir sind nicht im Wasserturm. Wir sind wo? In der Wasserversorgung. In Wasserleitungen. Feuerwehr, hab ich doch gesagt. Speisung, also man sagt ja, oder? Stausee. Wasser, irgendwo Wasserkraftwerk. Kraftwerk, ja, Speisepumpe. Fluss. Das ist eine Kanalisation. Beim Deich. Es ist ja schon der richtige Weg. Irgendwie in der Wasser? Nee, wir sind im Haus. Also wir sind schon in einer Stadt, in einer Landschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass alles mit Wasser gespeist wird. In einer ganz bestimmten Location sind wir. Location, Alter, lass uns mal. Ja, Fischwassertanks. Wir gehen ins Wasserwerk. In die Kläranlage. Was machen wir da? Das stinkt's doch. Ja, deshalb brauchen wir die Speisepumpe, damit wir das Essen essen können, ohne zu riechen. Das ist genau der Vorgang, den er beschrieben hat. Ne? Also Wasserturm, nur es ist nicht der Wasserturm, aber das, was er beschrieben hat, das gilt für... Was hat er denn beschrieben? Die Gewährleistung der Speisung von Haushalten mit Wasser. Kohlekraftwerk. Die Becken, die Kühlbecken. Die müssen regelmäßig mit Wasser voll sein und gespeist werden. Ich sage euch mal die Antwort und dann entscheidet ihr. Ja, Kühlwasser. Das machen wir heute gerne. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, wenn man es nicht weiß. Aber ihr seid ja wirklich ganz nah dran und es ist ja auch schon teilweise richtig. Also, wir sind in einer Dampfkesselanlage. Mhm. Ja, und da, wo das enthärtete, aufbereitete Wasser in den Kessel geleitet wird, kommt eine Pumpe zum Einsatz, die den Kessel mit Wasser speist. Daher Speisepumpe. Ja. 500 Euro, klar. Ist nicht so. Haben wir nicht erraten. Nein. Nicht so ganz. Die Kohle raus. Nicht so ganz. Ja, gut. Also, ja, Detlef Kutschel, 500 Euro. So. Ja, es ist ja schwer, ich weiß. Es ist ja. Aber jetzt geht's. Das ist doch schön. So, wir sind alle gespannt, wie viele Punkte wir heute bekommen haben. Im Grand Prix. Wie findest du eigentlich dieses Lied? Ich finde das ja unterirdisch. Ich auch. Ich finde, das ist so fließbandmäßig. Das ist mit einer Speisepumpe gemacht. Das ist ganz schlimm. Ich finde es auch nicht schön. Zum Glück sind die Deutschen die Einzigen, die nicht abstimmen. Ja, da stehen wir ja auch. Ich würde so gerne mal in einer Jury sitzen mit Sascha Korf und wir würden mal endlich den optimalen Song zum Grand Prix schicken. Und das möchten wir wirklich machen. Ich glaube, dass die Leute, die in der Jury sitzen, haben im Jahr davor gesagt, ich möchte gerne mal in einer Jury sitzen und den optimalen Song. Das glaube ich auch. Wir sind sehr gespannt. Wir sehen uns wieder nächstes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.